glaub, sie fahren ein paar Nächte nicht. Da hatte ich eine Nacht hinter mir. Da würden sich andere die Finger nachlecken, ne? Aber geht's nur in andere Umstände. Und zwar hat einer von meiner Restzähne verrückt gespielt, ne? Ich meine, der Zahn, das war jetzt schon seit längerer Zeit ein wackeliger Kandidat, ne? Also, hör mal, da war alles gefüllt, was überhaupt zu füllen war, ne? Der war regelrecht überfüllt, möchte ich mal sagen. Und mein Zahnarzt, der Dr. Erdmann, der sagte auch schon so nach der letzten Untersuchung, da muss auch so 88 gewesen sein. Herr Knebel, da hinten an den Backenzahn, da ist was faul. Ich schmeiß jetzt noch mal eine von meinen berühmt-berüchtigten Gamelan-Füllungen in die Runde, aber dann müssen Sie auch ernsthaft Gedanken machen für einen Ersatz, ne? Und ich hatte immer wieder mal vorgehabt, den rausschmeißen zu lassen und war auch an für sich festen Vorsatzes, da spielt der Sauhund in der Nacht verrückt. Man, das fing schon mit so einem klopfenden Pochen an. Das hat mich schon so ganz langsam aus dem Schlaf rausgelöst, ne? Und dann ging das nahtlos über in so einen ziehenden Druck. Und dann kamen die Schmerzen. Ich denk, ach du Scheiße. Ich sofort meine Frau geweckt, ne? Weil geteiltes Leid ist ja halbes Leid, ne? Also komm, gerade auch für Frauen. Ich sag, Guste, et pocht. Da sagt sie, ich hab nichts gehört. Ich sag, Guste, et zieht. Da sagt sie, ja, mach das Fenster zu. Ich sag, Guste, bist du bescheuert? Ich fechte ja einen Kampf auf Leben und Tod mit meinem Zahn und du machst dich über mich hier noch lustig. Da richtet die sich im Bett auf, guckt mich an und sagt, Herbert, wie siehst du denn aus? Du siehst ja aus wie so ein aufgeblasenen Frosch. Ja, da wusste ich, von der Frau war keine Hilfestellung zu erwarten. Ich musste mich um mich selbst kümmern, nicht? Ich sag, Guste, ich gehe ausnahmsweise mal mit Alkohol dran. Ich muss das Luder betäuben. Da sagte sie, ich soll mich bloß nicht schicker saufen, sondern den Zahn nur leicht umspülen und dann aber auch wieder ausspucken, nicht? Dann können Sie mich anschließend noch ohne Wechselwirkung ein Zäpfchen verdrücken. Ja, jetzt fiel mir ein, dass ich hinterm Fernseher noch eine Pulle Asbach versteckt hatte, ne? Ja, ich meine, komm, der war zwar jetzt schon uralt, aber das Teufelzeug wird doch nicht schlecht, ne? Ich nehme so einen ordentlichen Schluck aus der Pulle und wollte so spülen und auf einmal, zack, setzt so ein Schluckreflex ein, ne? Ja, und direkt versenkt, ne? Ich denk, komm, Herbert, neues Spiel, neues Glück, ne? Ich nehme noch mal so einen ordentlichen Schluck aus die Pulle, dann gelangen wir beim zweiten Mal auch so kurzfristig den Asbach am Zahn zu kriegen. Und ich merkte auch direkt, wie der ruhiger wurde, aber trotz aller Vorsätze setzte wieder der Schluckreflex ein. Ich denk, komm, Herbert, das mit den Zäpfchen hat sich sowieso erübrigt. Nachladen, ne? Aber nach einer halben Pulle, da hab ich gar nichts mehr gemerkt. Da habe ich noch nicht mal mehr gemerkt, ob ich überhaupt noch Zahnschmerzen habe. Am nächsten Morgen, ne, also erst noch, wie ich dann da zu meiner Frau im Bett kam, ne, hör mal, da lacht die da mit den aufgelösten Zäpfchen an der Pranke und war am Schnarchen, ne. Ich denk, siehste, ja. Ich denke, siehste, so kommt eins zum anderen. Ja, wie gesagt, am nächsten Morgen, ne, werde ich auf einmal wach mit einem Kopf wie ein Schädel. Ne? Also, ja, da habe ich erstmal direkt eine Rolle Togal eingeschmissen und dann ging es auch wieder. Ne? Na, nun komm, was von selbst kommt, das geht auch wieder von selbst. Ne? Und falls alle Stränge reißen, ich habe doch noch eine halbe Pulle Asbach. Ne? Ja, ich sag sie, Zahn.